Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Eisenbanner. Und das ist mein Warlock hier. Rostlande. Eine Map, die eigentlich Eisenbanner okay ist. Aus Destiny 1 noch. Und ja, sind nur zu viert gerade. Oh, da werden wir wahrscheinlich gleich noch welche nachjoinen. Aber ich bin ein schlechter PvPler, deswegen nichts erwarten hier. Power Level Futter ist natürlich aktiv. Und schauen wir mal, was wir hinkriegen. Und jetzt. Und ja, ist Eisenbanner Freelance erstmal jetzt. Und wie gesagt, wir schauen einfach mal. Beutezüge wollen fertig gemacht werden, das heißt, ich werde hier auch fokussieren, dass ich hier die Beutezüge halt sozusagen bei jedem Char fertig kriege vom Eisenbanner. Ich werde sie aber auf der hohen Kante lassen für das Hexen, die ist hier und ja. Ich bin mal gespannt, was da rumkommt oder nicht und ob das klappt oder nicht und so, ne? Ihr kennt das ja. Oh, da ist er direkt draufgegangen, das ist natürlich sehr schön. Nicht, ob es unten oder oben. Zone B erobert. Zwei Zonen gehören euch. Uiuiui. Noch weggemacht wieder. Ich spiele es mit ganz, ganz anderen Waffen. Also normalerweise spiele ich diese Waffen überhaupt nicht. Deswegen wundert euch nicht. Das wird nichts wird hier. Toll. Doch. Klappt. Erobert. Zwei Zonen gehören euch. Oh, da schießt die alle mit Lorenz ab. Alter, der macht die alle fertig. Der macht die alle nass. Sehr schön. Lorenz Antrieb for the win. Wo ist er da? Da muss ja auch bei mir mal was klappen, ne? Nein, ey! Ah! Ah! Die stehen da alle auf dem Haufen. Kann da hier mal eine Granate reinschmeißen? Die stehen da alle auf dem Haufen, ey. Ja, Eisenbahn, wie gesagt, muss man halt rein, mehr oder weniger, um die Sachen fertig zu machen. Ist halt nicht immer schön, ja, muss ich dazu sagen. Ist halt ab und zu richtig nervig, Eisenbanner. Das ist halt Fakt. Nein. Teamshot, keine Chance. Und auch zwar vorbeigefischt. Ja, ich muss mich wieder anstrengen, muss dranbleiben. Fürs Team, fürs Random Team. Wir probieren es. Wir machen weiter. Dann drückt einer C ein, glaube ich. Oder? Ja. Ey, komm schon! Mann, kann ich. Ah, hier, danke! Danke! Safax, danke! Oh, wie ich es hasse, ne? Ich hasse es, dieses Lorenz-Antrieb-Ding, finde ich mega nervig und hier auch Fusionsgewehr, du kannst dich halt nicht schnell genug wegbewegen. Vor allem nicht mit dem Warlock, weil er halt so doof am Rumschweben ist. Da könnt ihr halt machen, was ihr wollt, ihr seid tot. Ja, oder das hier, wenn ich einfach ins Teamshot reinrenne. In den Teamshot. Ja, wie gesagt. Es ist halt PvP. Ich bin nicht gut. Für Leute, die es ab und zu mal spielen, ist es halt die Hölle. Hab ich noch erwischt? Ich hab ihn noch. Ah, yeah. Da und ich spiele halt mit Sachen hier, die ich normalerweise nicht spiele, waffenmäßig. Also Automatikgewehr und eine Handfeuerwaffe sind eher bei mir nichtig und spiele, wie gesagt, nicht. So. Hä, haben wir schon eingenommen, das Ding? Shit. Okay. Nein, nicht okay. Zone B verloren. Ich konnte die ein bisschen aufhalten, zu dem B einzunehmen, so ein ganz wenig. Ein bisschen verzögert mit meiner Granate, aber es war eher schlecht als recht. Wo ist der hin? Ist der hier irgendwo? Ich sehe ihn nicht. Wo kommen die hier alle? Kannst du dich mal hochziehen da? Da sind sie ja alle, hä? Ja, jetzt hören sie gerade hart auf. Die werden uns, glaube ich, gleich komplett wegfischen. Wie gesagt, wenn ihr die ganzen Zonen einnehmt, habt ihr verkackt, sage ich, wie es ist. Ohne Zonen nichts los. Und ich muss ja eh Zonen einnehmen wegen meinem Beutezug. Du hast Zone A erobert. Ihr habt den Zonenvorteil. Probieren das zumindest hinzukriegen irgendwie. Nee, Zone C. Schade. Kriegen wir nicht hin. Geht mal andersrum, da kommen durch die ganzen Granaten. Alles drauf wahrscheinlich.
Jo, ich dachte, da kommen ein paar mehr. Kommt gar keiner. Noch 5 Minuten. Hab ich gut gemacht, würde ich sagen, Leute, ne? Taktik bis jetzt. Oh Mann, ey. Findet eure Beute und jetzt kommt erledigt. Super. Ja, genau das wollte ich auch machen. Ich wollte da halt einfach schön mit meiner Super ein paar Leute wegfischen, weil ich dachte, die kommen jetzt alle auf einmal, weil sie da starten. Was ist? Da kommt einfach gar keiner. Ich hätte es auch unterbrechen können, aber ich war mir nicht sicher, ob da jetzt doch noch jemand kommt oder nicht. Leider war das dem nicht so. Und jetzt haben wir wieder verloren noch nicht, aber ich beneide deine Feinde gerade nicht. So, wo sind sie denn jetzt? Alle bei C oder was? Lass die Wölfe ruhen. Die Jagd ist vorbei. Alter. Zone A erobert. Ich streng mich an, Leute. Aber ich bin nicht gut im PvP. Ist leider so und da muss man halt mit klarkommen, was man hier sieht. Ja, ich bin normal Casual Player. Deswegen, so wie ich spiele, schafft ihr es auch. Wenn nicht, dann ist halt richtig ärgerlich, aber dann brauchen wir auch so kein PvP anfassen. Das ist halt eben dann leider so. Und mit Controller spielen ist sowieso ein bisschen schwieriger, wie ich finde. Also das ist kein Rumgeheul, das ist echt so. Ach komm, ey. Und wie gesagt, PC, Maus und Tastatur, sage ich immer wieder, kein Problem. Bin ich immer vorne dabei, alles gut, aber hier mit Gamepad oder Controller ist es einfach nicht so, wie ich es gerne habe oder hätte. Es ist einfach zum Teil einfach schwammig. Okay. Und nicht so irgendwie so direkt. Also ich finde, über Controller ist es nicht so ein direktes Spiel. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es ist eigentlich eher, ja, so, hoffentlich schießt er nicht eher als ich, so nach dem Motto. Hört sich doof an, ich weiß, aber für mich fühlt sich halt so an. Was soll ich da anders Zone zu sagen? C erobert. Was der soll ich da anders Zone zu sagen? B beansprucht. Das. Und ich gebe auch zu, dass ich gut im PvP bin. Also, du hast den Zonenvorteil. Also, was war das jetzt? Hat er jetzt an mir vorbeigeschossen, hat mein Teammate erwischt und der ist explodiert? Oder was war das mit Wolkenschlag gerade? Also sowas finde ich auch richtig toll. Das macht richtig Bock, sowas, wenn sowas passiert. Ja, richtig toll, ey, Spiel. Danke. Wo sind die alle hin? Zone C verloren. Was ist denn hier los auf einmal? Ach, Mist, ich dachte, ich bin auch noch weg. Na gut, das Werk ist wichtig. Wichtig. Du hast Zone B erobert. Zwei Zonen gehören euch. Oh, das gibt's nicht. Alter. Na gut, ich habe ihn noch mitgenommen. Das ist schon mal ganz gut. So, Bolze können wir auch schon mal einlösen. Ich habe jetzt mein Power Level nicht künstlich runtergezogen. Muss ich nochmal dazu sagen. Vielleicht. Oh. Ja, ich weiß, Automatikgewehr ist für Noobs, aber ich bin ja Noob, deswegen ist es erlaubt. Es ist einfach erlaubt. Wie gesagt, ich empfehle euch sowieso Waffen zu nehmen, die euch ein bisschen, sag ich mal, unterstützen. Mach weiter Druck, es ist fast vorbei. Sonst ist es halt immer eh für die Katz. Ja, Wolkenschlag wieder. Ja, ich bleib ruhig, keine Panik. Ich probiere ruhig zu bleiben. So. Dafür hat es gut funktioniert, wir gewinnen anscheinend. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Wenn jetzt noch was nichts Komisches passiert, sollten wir eigentlich auch das noch hinkriegen hier. Zone B verloren. Über mir? Nee. Boah. Ich hab den erst gar nicht gesehen, ey. Noch eine Minute. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Kämpfe! Guck mal, die hauen sogar vor mir ab, weil ich ein Automatikgewehr hab, du. Du hast Zone C erobert. Zwei Zonen gehören euch. Ja! Nein! Ich wollte meine Super noch einsetzen. Oh. Ja, gewonnen. Naja gut, aber wir haben gewonnen. Meine Statistik könnte okay sein, weil es kein... Das war ein normales Spiel von mir. So sieht es halt eben normal aus, sag ich mal. Ich zeige nur kurz die Waffen. Die Waffen habe ich normalerweise... Spiele ich normalerweise nicht mit diesen Waffen. Ja, 1,06 ist für mich auf jeden Fall okay. Sagen wir es mal so. So sieht die Statistik aus. Auch bei dem war einer weniger. Ja gut, aber hat nichts zu bedeuten. Der ist bestimmt vorher rausgegangen, weil er keinen Bock mehr hatte. So, jetzt zeige ich nur kurz eben die Waffen, die ich genommen habe hier.
Da hatte ich hier einmal Chromatinrausch, Automatikgewehr mit eigentlich PvE-Sachen, glaube ich, drin. Tipp mal an und bewege die Zielscheibe, obwohl jetzt, glaube ich, PvP. Verbesserte Geschosse und Korkenzieher 3 ich drin. Ob es jetzt alles gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Und dann habe ich Minio-Spezifikation, das ist auf jeden Fall falsch. Das ist auf jeden Fall falsch. So, und dann letzter Dollar drin mit erster Schuss, Schnelltreffer, taktisches Magazin und Pfeilspitzenbremse. Mit Zielkorrektur, ich glaube, das ist okay für PvP, würde ich sagen. Und natürlich Galahorn. Die anderen Sachen habe ich natürlich auch alle getrimmt hier. Ein bisschen auf meine Rüstung, die ich spiele. Wie gesagt, ihr könnt ja hier immer in die Rüstung einbauen, die Mods für die Waffen, die ihr spielt. Da habe ich halt hier so ein bisschen was eingebaut, aber nicht viel. Und ja, da kann man halt dann hier so ein bisschen Handfeuerwaffenlader zum Beispiel, Automatikgewehr zielen und so. Da könnt ihr ein bisschen hier rumspaßen und dann probieren, das fertig zu kriegen. Oder die Beutezüge machen. So sehen die Beutezüge nach dem zweiten Mal spielen aus. Ums Feuer ist bei 29%, 8% eiserne Überzeugung, ein Arsenal voller Kunststücke und dann hier einmal Haushoch besiegt. Wenn ihr natürlich das ein bisschen beschleunigen wollt, setzt ihr eine einfach was Niedrigeres ein, damit ihr mit dem Power-Level runterkommt. Aber das dahingestellt, ihr könnt auch anders spielen. Deswegen müsst ihr selber gucken, was ihr macht und wie ihr klarkommt. Und ja, danke fürs Zusehen, danke fürs Support. Reingehauen, bis zum nächsten Mal hier bei Destiny 2. Tschüss!